Hi alle zusammen, heute zeichnen wir Link aus Legend of Zelda. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zeichnen. So, wir fangen mit einem Kreis an und setzen da sein Kind ran. Mit den Hilfslinien können wir später die Augen und so weiter besser positionieren. Wir skizzieren seinen Körper mit ein paar einfachen Strichen. Je weniger ihr euch dabei Zeit lässt, desto besser kommen meistens die Proportionen dabei raus. Jetzt können wir seine Augen skizzieren, seine Nase und seinen Mund. Seine Augen sind etwas mandelförmig und seine Augenbrauen verlaufen spitz und gebogen. Über seinen Augenbrauen können wir allmählich seine Frisur skizzieren. Seine spitzen, langen Ohren, das ist eigentlich ein Elf oder was genau ist Link für ein Wesen? Egal, hinter seinem Kopf ragt noch seine Mütze runter. Ich finde, mit den Augen und den Haaren ähnelt unser Link ein bisschen Sasuke, nicht wahr? So ähnlich haben wir schon im Großen und Ganzen die Vorskizze. Wir können eigentlich schon mit seiner Kleidung weitermachen. Er trägt altertümliche Kleidung, an der man noch ungleichmäßige Nähte erkennt. Und die Ärmel sind auch etwas weit für Link. Deswegen zeichnen wir ein paar Falten rein. Um seine Brust hat er das Schwert auf seinen Rücken geschnallt. Und über seinen Gürtel ist die Kleidung auch sehr faltig und locker. So, wenn wir alles so gezeichnet haben, wie wir es wollten, können wir das Ganze mit dem Fineliner nachfahren. Ich habe die Zeichnung jetzt nochmal abgepaust, da ich die Kleidung bei Link beim Anmalen vollkommen verhauen habe. Also wundert euch nicht, warum das Schwert jetzt anders aussieht oder die Zeichnung nicht mehr so skizziert ist. Oben blende ich euch den verfehlten Grünton ein. Ich weiß ja nicht, vielleicht hat euch diese Version besser gefallen, aber mir ehrlich gesagt nicht. So, ich hoffe, ihr könnt euch noch alle an den Marcel erinnern, denn er wird in den neuesten Videos mein Co-Moderator. Besser gesagt, stellt er mir eure Fragen und ich beantworte sie in den Videos. Ja, wie gesagt, dann stelle ich heute mal die Fragen an dich, was? Bevor es aber losgeht, sollte ich noch erwähnen, dass ein paar Fragen zwar aus dem Kommentarbereich entnommen sind, ich habe aber auch ein paar selber ausgedacht, denn ich muss gestehen, die Fragen interessieren mich echt brennend, aber ich schätze euch auch. Die erste Frage habe ich sozusagen aus deinem Kommentarbereich entnommen. Du hast ja letztens kommentiert, dass du dir gerne auch, genauso wie ich, Attack on Titans anschaust. Das ist ja ein etwas neuerer Anime und da wollte ich dich fragen, schaust du dir auch gerne neue Animes an oder bleibst du da wohl eher den alten treu? Die alten Animes wie One Piece oder Dragon Ball sind eben Klassiker und weltweit beliebt. Treu bleibe ich da auf jeden Fall. Aber ich bin auch sehr gerne offen für Neues, nur ist man da eben immer kritischer unterwegs, finde ich. Und es gibt eben sehr wenige Animes und Mangas, die mich ab der ersten Folge so fesseln können, dass ich da auf jeden Fall weiterlesen oder weitergucken muss. Also Leute, Attack on Titans reinziehen, ist echt eine Hammer-Serie.
Die nächste Frage geht über den Schwierigkeitsgrad, den du in deinen Videos immer erwähnst. Du hast ja gesagt, da gibt es so Probleme mit dem Einschätzen von dem. Kannst du mal sagen, was du damit meinst? Ja, ehrlich gesagt fand ich das mit dem Schwierigkeitsgrad eine gute Idee, damit man sich eben selber einschätzen lernt und sich höheren Stufen widmen kann. Aber das hat sich eben in dem Sinne negativ entwickelt, da einige angefangen haben, die einfachen bewerteten Videos ganz schlechte zu ziehen. Was aber nicht der Sinn der Sache war. Unter meinen Zuschauern gibt es Anfänger, Fortgeschrittene und eben Profis und ich finde das nicht in Ordnung, dass man darauf keine Rücksicht nimmt. Außerdem gibt es Charaktere, die jeder sehen will und trotzdem eben einfach gezeichnet werden. Dafür kann ich ja nichts. Ich kann Chopper zum Beispiel eben nicht schwieriger zeichnen, als er ist. Ja, und so lernt auch niemand was dabei. Also ich persönlich muss gestehen, ich fand deinen Schwierigkeitsgrad eigentlich immer recht passend, auch wenn ich mich manchmal um ein, zwei Punkte höher oder niedriger geschätzt hätte, aber trotzdem fand ich ihn eigentlich ganz okay. Ja, das ist eben jedem selber überlassen, wie gut oder schlecht man sich eben einschätzt. Es geht eben darum, sich darüber Gedanken zu machen. Boah, The Legend of Zelda ist auch schon eine Zeit lang her. Hast du eigentlich jemals The Legend of Zelda gezockt? Ja, auf jeden Fall. Ich fand die Abenteuer recht witzig und unterhaltsam. Und das Beste war für mich der Soundtrack. Echt sehr schön. Welches ist denn so dein Lieblingsgame? Ich habe persönlich ja nur Ocarina of Time die beiden Teile gespielt. Das ist echt eine gute Frage. Das weiß ich gar nicht mehr, was das genau war. Ich weiß nur irgendwas auf dem Game Boy Color. Und dann alle da draußen, was ist euer Lieblings-Zelda-Game? Dieses Tutorial war eins der meistgewünschtesten Tutorials, die ich gelesen habe und ich wusste ehrlich gesagt nicht, in welchem Stil ich ihn zeichnen sollte. Es gibt so viele verschiedene Stile, so, keine Ahnung, irgendwas von kleinen Zelda, was weiß ich was, aber ich hoffe, ihr seid mit dem Anime-Link zufrieden. Ich wünsche euch noch viel Spaß beim Zeichnen und bis zum nächsten Mal, eure Comicwelt.